Ja, wir sind wieder zurück bei Let's Play FIFA 16 Ultimate Team und Iniesta ist mittlerweile verkauft. Jawohl, Coutinho ist noch unterwegs auf den Weiten des Transfermarktes und Iniesta ist mittlerweile rausgegangen. So, jetzt wollte ich mal gerade schauen, was denn so die Spieler aktuell kosten. Zum Beispiel ein Marco Reus. Wird wahrscheinlich immer noch schweineteuer sein. Aber man kann ja schon mal träumen, ne? Naja, da kannst du immer noch vergessen. Wie sieht's denn mit einem Thomas Müller zum Beispiel aus? Warte mal, Müller. M.U. Hier, Thomas Müller, wie sieht's mit dem aus? Ah, der geht. Den können wir uns wahrscheinlich sogar schon leisten dann. Lewandowski wird immer noch zu teuer sein, schätze ich, ne? Alter, da hat einer mal richtig Schwein gehabt. Krass. Boah, den hätte ich auch gerne, ey. Den würde ich aber, glaube ich, sogar spielen lassen. Würde ich, glaube ich, gar nicht verticken. Wobei, oder ich würde ihn, glaube ich, verkaufen und würde mir davon den normalen dann kaufen. Wie schaut es mit Aubameyang aus? Pierre-Emerick Aubameyang? Er ist auch hundeteuer, ne? Aber geht auch. Naja, wir werden schon irgendwelche Spieler finden. Da bin ich eigentlich relativ überzeugt von. So. Jetzt habe ich es in der letzten Folge schon angekündigt gehabt. Wir zocken heute mal ein Ründchen FIFA Draft und ich bin sehr gespannt, was das wird. So, was haben wir hier für Aufstellung? Wie wär's denn hiermit? Komm, wir machen den da. 4-1-2-1-2. Mit der Aufstellung habe ich früher mal gezockt. Yo! Alter! Ich weiß nicht, ob ich das tun soll. Soll er tun? Na komm, wir tun's. Ronaldo! Wo lassen wir den denn spielen? Hier am besten. Hä? Ach so. Okay. Na ja, gut. Fangen wir mal an. Mit dem Torwart. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Dann immer Timo Horn. Linker Verteidiger, ich weiß es nicht. Jetzt müsste man halt wissen, worauf man sein Team aufbaut, ne? Na, wir nehmen einfach mal. Wir nehmen einfach mal José Enrique. Und schauen dann mal, was daraus wird. So, Innenverteidiger. Alter, ja, sorry. Aber das muss ich machen. So, der zweite Innenverteidiger wäre dann. Ah, ist klar, ne? Ist klar. Der hat ja sogar ein bisschen Chemie mit Zambrano. Das ist ja super. Ja, ich weiß es nicht. Nehmen wir erstmal ihn hier, ne? Walker. Wir müssen einfach gucken, was wir das Beste aus der Mannschaft irgendwie machen. Zentral defensiv. Mal ihn hier nehmen, oder was? Er hat halt gar keine Chemie, ne? Was willst du machen? Haben wir so oder so nicht. Bis hierhin. So. Zentrales Mittelfeld. Ach, guck mal hier, kennt er den? Dann nehmen wir Toni Kroos. Oder Iniesta? Wir nehmen Iniesta, oder? Wir nehmen, glaube ich, Iniesta. Jetzt nochmal Modric oder Kroos wäre geil. Ja, natürlich nicht. Ja, müssen wir wohl oder übel Rakitic nehmen. Und so ein bisschen nach Spanien gehen. Glaube ich. So, wen haben wir hier? Kagawa der Woche. Wir haben Ben Arfa, Payet oder Snyder. Guck mal, Major. So, natürlich nichts Spanisches dabei. Ich dachte es mir fast schon. Wie sieht es mit dem aus? Wo spielt er? Überall, ja, Frankreich, ja. Ja, was machen wir da jetzt? Das ist doch scheiße. Eriksen oder Ben Arfa? Oder doch Snyder? Das ist doch Kaka, ey. Das ist richtig Kaka. Nein, nehmen wir Eriksen, komm. So, Sturm. Sturm. Dotti. Benteke. Da würde ich jetzt sagen, ne? Nehmen wir Benteke. Wir haben ja jetzt ein bisschen Englisch aufgehört. Keine Ahnung, ey. Und dann haben wir da noch Higuain, Bakka, Aubameyang. Jetzt kommt wieder nichts Britisches, Alter. Willst du mich verarschen? Bakka. Wollen wir den einfach nehmen? Ich weiß, das ist aus Italien, das bringt jetzt überhaupt gar nichts. Aber ich glaube, wir nehmen Ober. Also Auber. Einfach, weil ich glaube, dass der
Ich würde den gerne mal ausprobieren. Deswegen möchte ich den gerne mal nehmen. Nehmen wir als Backup-Keeper jetzt noch einen spanischen Torhüter. Nehmen wir Moya, glaube ich. Moya. So. Zuma. Oder Matip. Zuma oder Matip. Nehmen wir Zuma. Irgendwas Spanisches? De Marcos. Jo, das ist geil. Das ist ganz geil, glaube ich, weil dann können wir nämlich ein bisschen Connect mit Iniesta da vorne machen. Das ist gar nicht mal so schlecht. So. Mali und Navas. Wieder nichts Spanisches, ihr kriegt noch so viel, ey. Lass uns mal Navas nehmen. Den kann man ja woanders spielen lassen. Der muss ja nicht im rechten Mittelfeld spielen. So. Dann haben wir da Asamoah. Ja, müssen wir ihn hier eigentlich zwangsläufig schon fast nehmen, ne? Nehmen wir ihn hier. Und setzen den. Das bringt ja nichts. Das ist einfach ein Mixteam. Damit müssen wir jetzt leben. So. Oh, guck mal hier, ein spanischer Stürmer. Dass ich das noch erleben darf. Jetzt bringt es aber nichts, weil wir einen britischen ZOM haben. Aber wir könnten uns noch Diego Costa mit reinnehmen. Das hätte den Vorteil, dass wir da vorne nochmal ein ordentliches Chemie-Plus bekommen. So, und wenn wir jetzt... Das bringt ja nichts. Ja, doch. Das bringt was. Ihn hier vorne ins ZM, auch wenn er das vielleicht nicht spielen kann oder so, keine Ahnung. Und hier hinten... Ne, das bringt ja auch nichts. Wenn wir ihn jetzt hier reinsetzen, oder? Nee. Da verlieren wir ja noch Chemie. Na, wir können ja noch ein paar Spieler holen hier. Mal gucken. Ah, da haben wir Bakka. Guck mal, die normale Version. Benat. Salah. Nein, nehmen wir ihn hier. Dann bleiben wir jetzt erstmal in Spanien. Jolebas. José Jolebas. Adebayor, Viviano, Bodma, Bia. Nehmen wir ihn hier. Schwierig. Büttner. Ja, das ist auch ein Deutscher, oder? Alexander Büttner? Nee, ist Franzose. Steht doch da, Tobi. Aber der war doch früher, war der nicht mal bei Manchester? Ist der ausgeliehen, oder was? Oh, mein Rücken, Alter. Jo, ey. Boah, aua. Ah, Hilfe. Ja, nehmen wir ihn hier. Eigentlich hätte ich Dos Santos nehmen müssen. Aber scheiß doch drauf, ey. Also wie viele rechte Mittelfeldspieler denn noch, ey? Oh, Bolasie, dann nehmen wir den. So. Guaita. Diekmeier. Diekmeier, jo, Diekmeier. Ja, Diekmeier, du weißt. So, und ich glaube, statt Rakitic lassen wir Ronaldo spielen. Das ist eigentlich kein ZM-Spieler, ne? Oder verlieren wir aber ein bisschen was hier? Müsste man im Sturm spielen lassen, ist aber auch scheiße. Also egal, wo wir Ronaldo jetzt einsetzen wollen, ist es scheiße. Mal kurz gucken. Hier, wie sieht es mit ihm aus? Wenn ich ihn da reinsetze, bringt nichts. Das bringt nochmal ein kleines Chibi Plus. Dann lassen wir ihn da spielen hier. Und sonst, glaube ich, haben wir alles, ne? Oh, ich muss niesen. Boah. Okay. Das ist also unser Team. Boah, ja. Muss man mal schauen, ob man da was mit geschissen bekommt. Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal. Lass es einfach mal spielen. Jetzt holen wir uns noch einen Trainer ran hier. Ah, der mit den Deutschen. Na komm, nehmen wir den Spanier hier. Martinez. Oh. Ja, das sind unsere besten Spieler an sich. Die Mannschaftsbewertung ist so lala. Wir haben meisten Spieler aus Spanien. Beziehungsweise meisten Spieler aus der Premier League. Na, no, dann lass mal loslegen hier, ey. Lass mal hart durchstarten. Dann gucken wir mal.
was das wird, ob das was wird. Vielleicht ist es gerade genau dieses zusammengemixte Team, was uns so unglaublich unerreichbar macht. Wer weiß. Dann gucken wir mal, ob wir einen Gegner finden. Ich weiß es nicht. Oh Gott, ey. Meine Nase läuft, ne? Das ist doch scheiße. It's coming for you. So, was wird das hier noch was oder was? Mal probieren. Ich überlege gerade, wenn wir jetzt Zuma spielen lassen, ne, bringt das sogar noch mal ein bisschen mehr. Ja. Also noch ein bisschen mehr. Chemie. Jetzt warten wir mal, ob wir mal einen Gegner finden. Es kann nicht sein, dass auf der Xbox keine FOT Draft spielt. Ich wollte es gerade sagen. Das hätte mich jetzt auch schwer gewundert. Oh, ihr Liverpool-Trikot. Jürgen Klopp ist ja jetzt neuer Trainer von Liverpool. Freut mich. Klopp ist jetzt Liverpooler. Oh, der hat Martial. Und auch Ronaldo. Oh, und sonst ist das so ein... Ja, ein gutes Team an sich, aber hat halt null Chemie, ne? Also, theoretisch gesehen, eigentlich ist das so ein Game, wo ich sag, das müssen wir easy und locker gewinnen. Aber ihr wisst ja, wie das ist, ne? Ihr wisst ja, wie das ist. So, auf geht's. So, erster Ballgewinn von Bernhard. Oh, dann der Ballverlust. Schön aufgepasst. Oh, schöner Pass auf Benteke. Benteke. Ballgewinn von Parejo. Oh. Erste Schusschance von Parejo. Oder hat Hugo Lloris im Tor. Der holt auch immer ordentlich was raus da. Ah, De Marcos ist da. Sehr gut gemacht. De Marcos. Und Costa. Ah. Jo, schön gemacht. Costa. Boah. Schönes Schüsschen von Costa natürlich aus dem Winkel. Boah. So lala. Parejo. Ah. Vorsicht, Martial. Der ist gut. Ah, Freistoß auf der Schiedsrichter. Aufpassen. Ja. Leichte Aufgabe für Timo Horn. Und Benteke. Hat eine ungehörige Physis. Oh. Ah, oh, schade, Costa, ey. Ach, den habe ich gar nicht gesehen. Oh. Uiuiui, das ruckelt aber. Was ist da denn los? Stark von Boateng. Schön. Bernat. Ah, zweiter Ball. Hallo. Ja, toll. Herzlichen Dank auch. Weg da. Ich wollte den Ball nur uns ausspielen, damit unser Spieler behandelt werden kann. Ah, der war draußen. Scheiße. Contrao. Oh, kein Foul. Insigne. Und jetzt. Iniesta. Oh, der sieht. Costa. Jo, schön. Jo, alle. Sauber. Das war gar nicht Costa. Das war Parejo. Super, Alter. Super. Hier. Alter Schwede, ey. Ja, aber auch ein gewisser Torwartfehler natürlich von
Uwe Loris. Ja, jetzt kommt er hier wieder mit seinem... Ich renne mal durch vom Abstoßpunkt aus durch die ganze Abwehr. Spieler. Das sind immer die Liebsten. Mag ich immer. Oh, Benteke. Geh doch hin! Warum geht Benteke da nicht hin? Das sind wieder so Fails, die verstehe ich an diesem Spiel nicht. Warum geht Benteke da nicht dran? Schön. Parejo und Benteke. Jo! Schade. Gut aufgepasst. Ah, was war das denn? Pimmelpiet. De Marcos. Ah. Oh, Mann, der Boah. Alter, der ist krass. Der ist ja richtig gut. Da ist er wieder, Parejo. Also dafür, dass der eigentlich nur im ZM spielt, macht er eine richtig gute Partie da vorne. Hammer. Schöner Pass da unten auf Costa. Kommt er vorbei? Nee. Schade. Achtung, Insigne. Stark gemacht. Stark gemacht. Ja, Tor. Ja, er ist halt einfach nur schnell. Das reicht dann schon. Das ist halt das Ding, was bei PS halt überhaupt nichts bringt, weißt du? Nur schnelle Spieler bringt bei PS nichts. Bei FIFA hingegen hast du ja gerade gesehen, was das bringt. Foul. Costa. Ah, er bringt den Pass durch. Ja, meine Abwehrspieler verabschieden sich komplett. Foulspiel, ja. Noch mehr da. Mein Gott, ey. Sicher geglaubtes Spiel, jetzt fängt er noch an zu ruckeln, hammermäßig. So, Costa. Schöner Pass auf Costa. Abseitsfalle überhaupt nicht geklappt. Und Benteke. Benteke! Schade. Bernat. De Marcos. Iniesta. Yo, Alter. Der Kohlen Trau, ey. Ball war im Aus. Alter. Krasser Pass von Iniesta. Costa. Costa. Costa, muss ihn ablegen. Oh, schade. Gut gesehen von Rakitic. Sofort reagiert. Benteke. Rakitic. Und das Costa. Costa! Achtung. Lamela. Stark gemacht von Zuma. Jetzt auch seinen Kollegen da unten auf. Costa. Naja, der ist zu weit. Oh. Danke. Parejo. Sauber. Parejo. Mit dem 2:0. Ich nutze sowas mittlerweile eiskalt aus. Alter. Das ist dein Scheiß Ernst, Junge. Sauber. Boah, das Tor war wichtig. Jetzt noch vor der Halbzeit. Und auch verdient. Also sowas von verdient. Puh. Also Pandejo? Warum sag ich immer Pandejo? Parejo meine ich. Hammer Spieler, ey. Ist ja richtig krass. De Marcos. Also, wenn wir bei Southampton irgendwo noch einen Spieler brauchen, ey. Parejo, der ist gut. Der gefällt mir. Oh. Nein! Oh. Junge. Schön. José Enrique. José!
Hä, warum wartet der denn, bis sein Spieler da vor ihm liegt? Hä? Was war das denn? Ach, das ist doch behindert. Ja. Alter. Warum wartet José Enrique mit dem Schuss denn, bis der Spieler vor ihm liegt? Was war das denn für ein Schrott gerade? Player Intelligence for the win, Alter. Für den Arsch. Mann, ey. Parejo. Hat er Glück. Schöner Doppelpass. Benzeke. Wohin? Oh. Ja, der kann eh nur Tore mit dem Insignia schießen, weil er schnell ist. Oh, der tut weh. Benzeke. Alter! Boah, rot. Da muss er runter. Da muss er runter. Er gibt nicht mal Karte. Er gibt nicht mal eine Karte, Junge. Guck mal. Ja, von hinten und so. Krass. Er gibt nicht mal eine Karte. Ich glaub's ja wohl nicht, ey. Oh, komm, Parejo. Alter, ihr wisst, wen ich meine. Ist gut drauf. Boateng. Yo! Oh, Ronaldo. Vorsicht. Ja, Zuma. Schön. Super geklärt. So. Der kommt noch, der kommt noch. Jetzt geht Costa. Wo bin Tiki? Und jetzt, De Marcos! Oh. Jetzt da. Parejo. Ja! Was ist mit dem denn los? Boah! Alter! Guck dir den mal an. Was hat der denn für Drogen genommen, Alter? Das sind die Lewandowski-Drugs, glaube ich. Parejo. Ja, das war zu stürmisch von Costa. Boah, Alter, Parejo ist ja krass. Also, das ist schon richtig gut, ey. Er geht ja mal voll steil. Was ist mit dem denn los, ey? Ich kenne den gar nicht so. Also ich kenne den schon vom Namen her. Aber ich wusste gar nicht, dass er so gut ist. Also wenn wir uns ein spanisches Team machen, ne? Weißt du Bescheid. Ah! Oh. Das ist Teil. Ja, Insignia. Alter. Dass die Abwehr das aber auch nicht hinkriegt da, ey. Alter! Alter, Alter! Oh. Kriegen wir noch. Oh. Eiskalt. Mit der Hacke. Iniesta, ey. Schade. Boateng, nochmal. Oh. So, ich glaube, es ist gleich mal Zeit zu wechseln. Boah, krass. Schön. Ah, den haben wir. Ach Mann, ich dachte, Palermo kommt da dran. Ah, danke. Benteke. Wie geil. Unter seinen Beinen durch, wie Hammer, ey. Wie geil. Achtung auf Insignia da unten. So. Yo. Dem macht halt keiner was vor hier. Guck mal. Rakitic. Yo!
So. It's time to change. Und zwar vorne bei den Teke mal raus. Da tun wir einfach hier Ronaldo reinsetzen. Ist mir doch wurscht. Und Aubameyang. Und im Mittelfeld bringen wir mal für Rakitic Eriksen. Keine Ahnung. Wir haben jetzt nicht so die... Also wir haben schon gute Auswechselspieler, aber jetzt nicht für die einzelnen Positionen. Ich weiß nicht, den Parejo da eine wenig bespalten da, der ist richtig nice, ey. Der geht aber voll ab. Ja, geil. Eriksen. Fügt sich gleich mal richtig gut ein. Macht er super. Yo, yo. Super. Aubameyang. Ah, Eckball, schade. Iniesta. Ronaldo. Oh. Kann man, an sich kann man das mal machen. Stark von Eriksen. Ja, so ein bocklos Pass gerade. Da auch wieder. Huch. War das ein Torschuss? Oder was sollte das werden? So, Ronaldo. Ronaldo. Ja. Ah. Ach, ist doch scheiße. Schön. Schöner Pass auf Aubameyang. So, Parejo. Weißt du Bescheid, ey. Oh. Weghauen. Scheißegal. Pam! Und Ronaldo. Oh. Abseits. Boah, super Spiel, ey. Geil. Hammer, hammer geil. Richtig gut gespielt. Verdient gewonnen. Also noch ist es natürlich nicht so weit, aber jetzt. Sieg. 1-0. Was? 1-0? Nee. Bullshit. 3-2. Und er hier. Parejo. Boah. Er hat sich ein Exempel statuiert, Alter. 3 Tore. Hammer. Boah. Ja, hammergeil, ey. Erste Runde überstanden. Dank einem Parejo in Höchstform. Aber sowas von. Ja, und in der nächsten Folge geht's dann weiter mit FIFA 16 FOD Draft morgen 13 Uhr und da freue ich mich schon drauf, wenn du auch wieder einschaltest. Dann bin ich an dieser Stelle fürs Zuschauen und hoffe, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.